Ach, wie schnell die Zeit vergeht. Oder habe ich ganz einfach so viel Spaß gehabt, diese Welt zu erkunden? Wir sind auf jeden Fall schon fertig und es tut mir tatsächlich im Herzen weh, das Cityland nun zu verlassen. Es geht weiter mit dem Polarland. Dafür haben wir uns im letzten Part entschieden. Wir hatten die Wahl wieder zwischen Sonne, Strand und Meer und Eiseskälte. Und ich bin nun mal der Wintertyp. Deswegen freue ich mich auch riesig auf den Dezember. Sofern überhaupt Schnee kommt. Man weiß ja nie. Und sollte kein Schnee kommen, bietet mir hier Mario Odyssey wenigstens eine kleine Ablenkung. Here we go. Neues Land. Ich bin gehypt. Was erwartet mich dort? Ich denke zwar nichts, dass das City, nichts wird das Cityland mehr toppen, aber wer weiß, wer weiß. Ja. Der Drehwurf, den beherrsche ich. Aber... Nächster Stopp, Polarland. Oh, das ist aber ganz... Das sieht aber echt kalt aus. Die Rennen dort sollten sehr beliebt sein. Und der Preis ist eine Zuckergusstorte. Okay. Also für Bowser wahrscheinlich die gefundene Hochzeitstorte. Schlotterkompen. Und das sieht richtig kalt aus. Aber auch richtig cool. Geschenk vom Tortendieb. Lautet unsere erste Quest. Ah, wie cool. Und Mario friert. Aber das ist ja... Das war zu erwarten. Brr, ist das kalt. Wir sollten besser die Puschen in die Puschen kommen. Na, ich glaube, so schnell kommen wir hier nicht weg. Und es gibt 50 lila Münzen. Das bedeutet, dass es auf jeden Fall eine kleine und keine große Welt ist. Und ich denke, hier ist es wirklich das Klügste, vielleicht wirklich erstmal der Hauptquest nachzulaufen. Ich habe so das Gefühl, hier hört der Schneesturm auf, wenn wir die Hauptquest erledigt haben. Ich weiß es nicht, ob das stimmt. Es ist nur eine Vermutung. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal der Hauptquest folgen. Habt ihr mir ja auch empfohlen, öfters in den Kommentaren, dass ich doch einfach der Hauptquest folgen soll und nachdem die Hauptquest abgeschlossen ist, die Welt erkunden, weil dann spare ich mir eine ganze Menge, was das Erkunden angeht. Okay, so kommen wir hier wieder hoch. Trotzdem, ein bisschen was, was so auf dem Weg liegt, kann man sich ja ansehen. Kalt, kalt, komm da raus, aber schnell. Okay, mache ich ja schon. Hier irgendetwas, was wir überhaupt machen können. So komme ich wieder hoch zur Odyssee, will ich aber nicht. Ich will definitiv noch nicht hoch zur Odyssee. Das sind alles wieder Wege, um hoch zur Odyssee zu kommen. Ich will das aber nicht. Gib mir doch einen Mond oder so. Allgemein, der Weg ist relativ kurz. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, wie Mario da auch so ein bisschen dann total einfriert. Mega hübsch. Ja. Ich hoffe, die Welt bleibt so. Der Schnee klebt so ein bisschen an Mario dran. Doch, doch, gefällt mir. Die Welt macht einen guten ersten Eindruck. Ja. Definitiv. So. Hier haben wir wieder einen kleinen... Schneehügel, aber da befindet sich mittlerweile leider kein Mond mehr drinnen. Da gab es ja damals die Monde. Und was bringt mir das hier? Eisschollen. Die versinken. Ist aber auch nichts Spektakuläres. Da drüben sehe ich ein paar lila Münzen. Die grab ich mir dann mal. Auch wieder nur zwei. Langsam ist das auf jeden Fall. Über den Eisbrunnen. Moment mal. Hörst du nicht etwas über den Schnee rumoren? Ich höre den Weihnachtsmann. Das hört sich halt echt an wie der Weihnachtsmann, dieses G. Das wollte ich nicht. Jetzt sag bloß, das ist eine Weihnachtsmannfabrik. Hast du uns erschreckt? Die Schlotterkompensiedlung. Das ist... Ah, wie cool.
Oh, es ist super. Du gehst schon? Na dann, tschüss. Nee, ich bleib hier. Hier ist es gemütlich. Gut, ist zwar immer noch Schnee und so. Ich denke, dass es hier nicht allzu wärmer ist, aber... Oh, es ist cool. Und vor allem eine mega coole Überraschung. Eingang zu den Schlotterkompen. Okay, das ist ein Highlight. Das gefällt mir gerade riesig, hier rumzurennen. Und Jan, da hätten wir ein weiteres Bild. Und zwar im Sumpf. Da machen wir auch direkt ein Foto. Da ist auch Pucci drauf, ne? Auf jedem dieser Fotos. Äußerst interessant. Ob wir den auch noch irgendwann mal in dem Spiel treffen werden? Keine Ahnung. Ah, und da ist auch der Laden. Ja, oben wird sich bestimmt der Schneesturm irgendwann lichten und dann kann ich mich oben auch ein bisschen gründlicher umgucken. Weil allgemein jetzt kann ich mich wirklich null oben umgucken. Ich sehe kaum was und, ne? Na, nicht zerscheren rein mit diesen Ungeheuer. Erst hat dieses Ungeheuer hier vorbeigekommen ist. Du sollst Souvenirs, dann bist du hier genau richtig. Seid ihr? Ihr seht total niedlich aus. Kann ich echt nicht zuordnen. Was sind das? Also hier gibt es auf jeden Fall wieder einen Mond zu kaufen. Deswegen mache ich das auch direkt mal. Shoppen in den Schlotterkompen. Sehr schön. Na? Sonst noch was? Okay, kein neues Outfit. Und was habt ihr hier so für ein Outfit? Natürlich den Iglu Mario. Und was ist denn das hier? Matroschkas? Schlotteroskas, ja. Das sind Matroschkas aus Russland. Die dann ja groß starten und dann ist immer eine kleinere drin. Sehr cool. Um an den Rennen teilzunehmen, sollte dein Körper schön und rund sein. Okay. Die Form eines Schnurrbarts fast schon hypnotisierend. Okay. Wenn du das sagst, sieh an. Hier hätten wir Cheapery. Interessant. Und hier gibt es total viele Gänge. Ja. Erinnert so ein bisschen an... Ich kann nicht glauben, dass unsere Zuckergusstorte weg ist. Kann ich da reinjumpen? Als ob! Ich kann da bestimmt reinjumpen. So Super Mario 64-like. Unser schöner Preis. Einfach futsch. Okay. Gibt es etwas Traurigeres als einen Athlet oder ohne Rennpiste? Mir fehlt die Rennpiste. Okay. Ja, an dem Rennen will ich definitiv auch teilnehmen. Keine Frage. Was hast du für eine Quest? Dieses Ungeheuer hat die leckeren Zuckergusstorte gestohlen, die wir sonst als Preis für den ersten Platz vergeben. Dann hat es den Zugang zur Rennpiste versiegelt. Wir brauchen Powermonde, um wieder reinzukommen. Okay. Also hier ist versperrt, ja. Wegen Bowser. Und hier? Hier ist auch zu. Also wir können hier nicht einfach reinjumpen in das Bild. Dann würde ich einfach mal spontan behaupten, wir gehen einfach Gang nach Gang ab und gucken, ob wir irgendwas finden in den einzelnen Gängen. Windige Höhle. Okay, ist das hier schon wieder ein Bonusmond? Nein, nur ein bisschen Kleingeld. Aber sage ich auch nicht, nein. Und ja, Weihnachtsmützen auf. Darf ich? Ich muss mal ganz kurz sagen, dass diese Welt mir absolut gefällt. Die ist wieder richtig super umgesetzt. Lass mich raten. Als ob, ich bin so ein Windgeist. Wow. Ich kann selbst pusten. Und ich kann stärker pusten, wenn ich schüttel. Erinnert mich so ein bisschen an Kirby. Der pustet nicht, der saugt. Aber ist ja fast dasselbe. Ne? Da habe ich mich ganz knapp gerettet. So, aber hier werde ich wahrscheinlich pusten müssen. Und zwar das Ding hier wegpusten. Was ist mit den Münzen? Komme ich da irgendwie ran? Nee. Okay. Ja, auch egal. Lila Münzen, gelbe Münzen sind mir egal. Ich möchte ja eh nur die lila Münzen. Aber selbst die lila Münzen. Puh. Ach, ich werde wahrscheinlich hier den Windgeist mir schnappen müssen, ne? Nehme ich an. Ja, das sieht richtig aus. Und dann kann ich mich hier mit dem Windgeist bewegen. Es sieht auch ein bisschen lächerlich aus. Aber cool. Ist auf jeden Fall cool und schön. Gefällt mir. So, euch puste ich mal alle runter hier von der Plattform. Puste, puste. Und ich puste. Und ich puste euer Haus weg.
Alles klar. Gibt's hier sonst wirklich keinen Mond? War's das etwa wirklich schon? Na gut, ne? Es ist immerhin einer. Ich will mich nicht über einen Mond beschweren. Nee, will ich definitiv nicht. Gib mir mal kurz hier die Münzen. Ich muss ein bisschen sparen wieder. Das Spiel ist teuer. Ja. Dann grab ich mir hier einen weiteren Mond. Ach, das war sogar eine Hauptquest. Ja, cool. Yay. Das Sturmhindernis. 13.11. Jetzt willst du aber nicht das wieder aufnehmen. Da könnt ihr euch immer orientieren. Dieses Datum stimmt immer. Ach, und das ist so ein kleines Zelda-Rätselchen. Interessant. Also warten auf uns 4 kleine Prüfungen hier unten. Na dann. Die Macht der Monde wird die Hindernisse öffnen. Dann gehen wir als nächstes hier lang. Die Welt wirkt aber wirklich nicht groß. Außer oben beim Schneesturm geht noch eine Menge ab, aber hier unten? Sehe ich jetzt nicht wirklich was, was das Spiel mir irgendwie noch entgegenwerfen könnte. Gut, ne? Nachdem man die Hauptstory in der Welt abgeschlossen hat, ändert sich ja immer so einiges in der Welt. Deswegen, ja, ich weiß nicht, was sich dann noch ändert. Da kann sich noch einiges ändern. Ich denke zwar, dass oben der Schneesturm aufhören wird, das ist so meine Vermutung. Aber ob die stimmt, das werden wir erst später erfahren. So, dann lass mich einmal kurz hier rüber. Wir haben so eine kleine Windprüfung also. So ein paar kleine Dungeons. Das erste war der Wald-Dungeon. Das hier ist der Luft-Dungeon. Ach, und hier ist ein Boss? Okay. Wenn du das sagst, aber dann möchte ich doch liebend gerne erstmal hier lang gehen. Weil das sieht mir ein bisschen nach Bonus aus. Und das ist es tatsächlich auch. Yay! Hinter dem schneebedeckten Berg. Noch 3 lila Münzen. Die lasse ich auch nicht liegen. Gib her. Sehr schön. Das kann man auf jeden Fall übersehen. Gut, dass ich so gründlich spiele. Definitiv. Ja, und dass ich so dumm spiele, aber mich trotzdem noch retten kann. Hey. Sehr schön. Ja, hier ist eine Wand, die man durch kann. Ja, okay. Okay, kann man doch nicht so einfach übersehen. Gut, wer möchte Prügel? Wer von euch 4? Brudels? Wir haben ja jetzt gegen jeden schon einmal gekämpft, ne? Hey, die Zuckergusstorte gehört uns. Anscheinend verbindet der Chef keine positive Erinnerung mit Torten. Egal, unser Job hier ist jedenfalls erledigt. Jupp, gegen dich haben wir schon gekämpft. Aber warum nicht eine Wiederholung, ne? Warum nicht? Okay, jetzt schießt er 2 Hüte. Damals hat er nur einen geschossen. Aber das macht's mir ja eigentlich nur leichter. Würde ich mal behaupten. Gut. Ja, okay. Die Eisstrecke macht das ein bisschen schwieriger. Ich gebe es zu. Dass wir jetzt hier auf Eis kämpfen. Macht das ein bisschen schwieriger. Aber alles in allem ist es ein und derselbe Boss. Nein, vielleicht doch nicht ganz. Okay, interessant. Ja, ich werbe jetzt gleich meinen Hut um mich rum. Weil so treffe ich definitiv hier einen Hut. Zerkikowski. Und einmal noch, dann war's das auch wieder für dich, Herr Brudo. Aua. Aber ich will die Münzen. Die Münzen sind mir mehr wert als die Leben. Ihr braucht hier schon einen guten Bosskampf. Ihr habt ja eh nix auf dem Kasten. So. Zack. Das war's, Kollege. Satz mit X war wohl nix. Ja, schön. Ich glaube aber nicht, dass das der einzige war. Ich glaube, da wird noch ein zweiter auf uns zukommen. In dieser Welt. Aber erstmal snacke ich mir den hier ein. Das Schneeberg-Hindernis. Ja, schön. Noch 2. Jetzt stellt sich mir natürlich in die Frage, war im ersten Bonusgebiet wirklich nichts? Gut, da waren mehr lila Münzen. Insgesamt gibt es 4 Hindernisse, das heißt noch 2 sind zu meistern. Ja, das hast du richtig erkannt. Gab's im... Also in dem lila Gebiet wirklich nichts mehr? Okay, hier gibt's Eiszapfen. Und hier wird wahrscheinlich wieder eine Goomba-Quest sein, nehme ich an. Ja, das sieht mir sehr danach aus, dass ich hier wahrscheinlich wieder
den Goomba-Turm zusammenbauen muss, oder? Ja, okay, der Goomba rutscht nicht über den Boden. Vielleicht sind die auch nur dafür da. Dass man sich hier den Goomba schnappen kann, um sich das so ein bisschen zu vereinfachen. Aber ich glaube tatsächlich... Ist das ein Goomba-Schalter? Das ist ein Goomba-Schalter und da muss ich mit 4 Goombas hoch. Okay. Ich habe aber nur 3. Okay, der eine ist respawned. Perfekt. Dann dackeln wir kurz zurück. Düpp, 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 düpp. Mit ihren kleinen kurzen Beinchen. Und wieder in die Richtung. Düpp, 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 düpp. Und aktiviert. Danke für eure Hilfe, ihr 4 Kollegen. Yay, Vorsicht, Eiszapfen, staple dich. Sehr schön, gibt's hier noch lila Münzen? Okay, wir sind noch lange nicht fertig mit dem Gebiet. Dachte schon, wir wären fast durch. Aber nein, nein, da habe ich das Gebiet hier überschätzt. So einfach wird das nämlich nicht. Aber ist auch gut so. Wenn man hier einen Speedrun durchmachen kann, ist ja langweilig. Erinnert so ein bisschen gerade an die Wüste, dieses Gebiet hier. Ja. In der Wüste gab es ja auch so einen Unterbereich, der tiefgefroren war. So. Sehr schön. Die Eiszapfen braucht... Wie hat der mich gerade getroffen? Ich hätte doch locker von dem noch einen Wandsprung wegmachen können. Naja. Auch egal. So, was ist das hier? Hey, Goombas. Was geht so? Können wir nicht eventuell durch den Boden brechen? Keine Ahnung. Ich möchte aber noch gar nicht durch, denn hier oben habe ich lila Münzen gesehen. Aber hier rutscht man so einfach runter. Okay. Damit hätten wir die Eissäule gelockert. Jetzt hätte ich aber noch gern die lila Münzen. Ja, ich wollte euch eigentlich nicht töten, aber... Du hast es drauf angelegt. Du hast es definitiv drauf angelegt. Und deswegen tschüssi. Das war ein bitterer Tod für dich. Aber verdient. Leg dich nicht mit Mario an. Waren das alle lila Münzen hier? Das war nicht so klug. Aber gut, ich habe überlebt. Ich habe es überlebt. Dann jump ich von hier oben einfach runter. Und grab mir den nächsten Mond. Es geht ja zack zack hier in dem Gebiet. Die Eiszapfen, das Eiszapfenhindernis. Bin gespannt, wie lange wir da jetzt dran sitzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das allzu lang dauern wird. Sehr schön. Einen noch. Und ich glaube, den kriegen wir sogar auch noch in den Part rein. Dürfte wieder ein Mini-Boss sein, nehme ich an. Also wäre nur logisch, wenn noch ein Mini-Boss kommen würde. So ein Rätselraum und ein Mini-Boss-Raum. Rätselraum, Mini-Boss-Raum. Doch, doch, das... Ah, okay, nee, dann, was zum Teufel seid ihr? Aber ihr helft mir so ein bisschen hoch. Interessant. Ich bräuchte mal einen hier drüben. Kann hier einer herkommen? Interessant, kennt man die irgendwo her? Mir würde jetzt spontan nicht einfallen, woher man die kennen könnte. Ah, die Gesichter kommen mir bekannt vor. Immer ein bisschen Geld. Ja, wer es braucht. Ich möchte mich hier nicht zu Tode frieren. Und hier oben. Hier vibriert mein Controller. Okay, aber nur ein Herz. Schade. Oh, das wäre ein fies versteckter Stern gewesen. Doch, doch. Aber vielleicht ein bisschen zu fies für die Entwickler. Verstehe schon. So. Einmal den hier. Und zu guter Letzt noch den. Da haben wir noch 3 lila Münzen, die ich mit einsnacken möchte. Und dann haben wir einen guten Anfang in der Welt gemacht, würde ich behaupten. Also ich glaube, die geht wirklich nicht allzu lang. Gut, ne? Ich habe ja schon gesagt, die wirkt auch nicht wirklich groß. Wenn man sich das hier mal so ansieht, ne? Wir haben ja nur 50 Münzen hier zu sammeln. Wir haben schon über die Hälfte im ersten Part, was ein bisschen krass ist. Deswegen... Ah, sieh an. Das dürfte ein Secret-Mond sein und dann hätten wir in jedem Gebiet einen Secret-Mond bis auf im ersten? Das kann ja fast gar nicht sein. Das ist in der Eiswand. Aber anscheinend ist es so. Naja,
Ansonsten wird mir ja der Tod einen Tipp geben. Das Eismauerhindernis gelöst. Und damit öffnet sich der Zugang zur Rennpiste, der Schlotter Grand Prix. Und den werden wir wahrscheinlich im nächsten Part angehen. Ich weiß, der Part ist ein bisschen kurz. Ja, ich geb's zu. Den hätte man länger machen können. Aber ich weiß nicht. So ein Highlight würde ich mir schon für den nächsten Part aufheben. Und deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war Super Mario Odyssey für heute. Wie findet ihr diese Welt? Lasst es mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen. Was haltet ihr von diesem kleinen Untergebiet? Vor allen Dingen, es hat halt wirklich so gewirkt, als wäre hier irgendwie der Weihnachtsmann unterwegs. Und Nordpol, ne? Hat gepasst. Nun denn, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es weitergeht hier mit Super Mario Odyssey. Daumen hoch, wenn euch der Button gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Ultra.